European Youngster Cup, Weltfinale 2014 bei den Mephisto Amadeus Horst Indoors in Salzburg und die sogenannte Bronzemedaille Rang 3 ist geworden für Jens Christ. Ja, Jens, mit dem Gesamtsieg, mit dem Weltfinalsieg wurde es leider nichts, aber es war ein Wimpernschlag nur vorbei. Am Ende war es hervorragend, der dritte Endrang, dennoch zufrieden. Ja, super zufrieden mit dem dritten Platz. Ich hätte natürlich gerne gewonnen, Pferd war gut in Schuss. Hat auch gut angefangen im Stechen, dann leider zum Schluss hat ein bisschen die Kraft nachgelassen und dadurch dann zwei blöde Fehler. Wie war die Linienführung von Franz Madl hier für das Weltfinale? Anspruchsvoll genug? Ja, das Springen war auf jeden Fall anspruchsvoll für uns alle und natürlich auch gerechtfertigt. Waren super Paare am Start und war schwer genug. Ja, U25, sehen wir dich nächstes Jahr nochmal am Start? Ja, ich denke schon. Nächstes Jahr, mein letztes Jahr U25 und da will ich natürlich nochmal angreifen. Wünschen wir dir noch frohe Weihnachten und toi 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 auch für das kommende Jahr, dass wir wieder dabei sind in Salzburg. Danke.